Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden wir Assassin's Creed 1, Leute. Wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, sollen wir heute den Typen erstmal aufspüren. Aber ich will erstmal gucken, was die ganzen Zeichen, die hier rumblinken, die waren ja schon gestern da. Bevor wir hier überhaupt beim Assassinen waren. Deshalb wollte ich nochmal gucken. Mann, das ist so süß, sowas hier. Mann, ja, ist er weg? Geht er weg? Mein Gott. Menschen aber hier, die im Weg stehen, ne? Ach komm, wir gehen jetzt um ihr, also. Oh, den Aussichtspunkt, den haben wir noch. Haben wir noch nicht den Aussichtspunkt? Waren wir nicht bei dem? Na gut. Oh, so schwer. Nein, halt dich doch fest, Mann. Mann, wie geht denn der olle Sprung? Ja, jetzt bist du doch mal auch hier mit dem Sprung. Ach so, gut. Gut, komme ich aber auch noch wohin, ne? Belastend. Okay, ist auch erledigt. Hier komme ich hoch. Mann, spring doch hoch. Mann. Machen wir halt nicht, ist mir egal. Oder von der Seite komme ich da drüben. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Mal hör mal auf zu labern, Mensch. Du gehst mir auf den Semmel, ja? Naja, danke schön. Habe ich richtig was von. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Oh, ich sehe, wie ist mein Dings? Diese Flaggen, die muss man ja alle sammeln. Töte die! Hol mir deine Kopf! Verliert sie nicht! Geht den Weg frei! Hat ihn einer von euch gesehen? Gott steht auf meiner Seite. Jetzt kann ich mit dir nicht reden, ne? Das ist er! Dort! Fass ihn! Er wird nicht entkommen! Dann komm mal her! Leute, ne? Diese Leute. Friede sei mit euch, Altair. Ich denke, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Mann, wie soll ich denn hier ein Wettrennen machen? Das ist ja total sinnlos. Ja, Leute, mit Call beim ersten Mal. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten! Warum? So ein Idiot. Ja? So schnell hoch, Mann, geh doch hoch! Man geht doch hoch, Mensch. So. Ja.
Mann. Jetzt aber. Euch erzählt wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Aha. Ah. Ha. Wo bin ich da? Jetzt gehen wir einfach mal zum Zeichen nach vorne mit der Faust. Das ist so. Was ist das? Keine Ahnung. Verstanden. Mhm. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Easy. Hm. So. Und den Brief bringen wir jetzt erstmal zu unserem Mann hier, zu unserem Partner, der uns hier so ein bisschen den Rücken stärkt. So. Hier ist die Leiter wieder. Stirbdieb. Geh doch runter. Auf falsche Taste gedrückt. Ich hab die Steuerung gedrückt, nicht Shift. So. Altair, willkommen. Willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Zug al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Zug al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Aha, da ist die Feder. Interessant, interessant. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Kann ich hier irgendwie wieder rausgehen? Danke. Aha. Also Leute, wir werden wahrscheinlich in nächster Folge diesen Tier da, Tamir, vielleicht töten. Also ich bin gespannt, Leute. Seid auch gespannt. Schaut pünktlich wieder morgen um 15 Uhr vorbei, wenn wir diesen Typen töten, Leute. Also Leute, haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Piu.